So, Freunde, hier bin ich wieder. Und ja, hey, da haben wir einen Tank. Mal gucken, kann ich den durchwerfen? Nein, kann man nicht. Obwohl der Platz genug ist, aber na gut. So, 100 EP. Jonah? Jonah, bitte komm, bitte! Er wird nicht antworten, Lara. Was? Er ist tot. Jetzt gehört dein Freund Jonah auch zu den Leuten, deren Tod du verschuldet hast. Leck mich, Rook! Wenn du seine Leiche holen willst, dann geh zur Raffinerie. Ich komm und hol dich. Okay. Dieser Helm ist mit Pfauenfedern und dem Abbild eines Jaguars verziert. Cardinal 2, ich habe das Ziel erfasst. Scheiße! Werde den Vor in Position. Eröffne Feuer! Ups. Warum springst du nach da? Warte, warte. Die wird getroffen von irgendwelchen Kugeln und naja. Kardinal Drew, Sie können feuern. Verstanden. Rakete kommt. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss, dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was? Rambo Lady ist da. Ja.
Godzilla. Ich werde dich finden. Ich bin Godzilla. Ich mache alles platt hier. Und hier unten ist nix. Okay. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Rourke. Du bist sowas von tot. Rourke hier. Ich wurde nach Cairn zurückbeordert. Winters, Croft gehört Ihnen. Rourke! Was für ein Arsch. Ich bin eine Mischung aus Godzilla und Rambo. Komm raus! Rambolla. Du wirst rein gar nichts ändern, das ist dir klar, oder? Gehst du jetzt mal hier drauf, oder was, ey? Lager, hier Cardinal 2. Verstärkung ist abgesetzt. Guck mal. Jesus Christus, wir müssen sie aufhalten. Das könnt ihr aber nicht. Hier ist Cardinal 2. Bin getroffen. Wechsel die Position. Alter. Du kannst dich nicht verstecken. Stimme ist das Letzte, was du je hören wirst. Ach ja? Rourke hat ein Geschenk für dich dagelassen. Croft, meine Stimme ist das Letzte, was du je hören wirst. Das hier wird wehtun. Und zwar sehr. Scheiße! Cardinal 2! Noch so ein Treffer verkraften wir nicht! Wie war das mit der Stimme? Yeah.
mache alles nur schlimmer, Jonah. Nein. Hey, das stimmt nicht. Wir schaffen das schon. Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Jonah? Wie war der Hinweis? Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? Oh. Sowas wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Warte. Sie ist nicht Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert. Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach. Da gibt's einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Komm mit. Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Okay. Was würde ich nur ohne dich tun? Das ist sie, die Kirche von San Juan. Wir teilen uns auf. Ich suche nach Zeichen von Lopez. Wir hören uns um. Mal sehen, was wir rausfinden. Okay. Meine Freundin Sarah ist Archäologin, ganz in der Nähe. Sollen wir fragen, ob sie was über euer Rätsel weiß? Das wäre toll. Sarah war schon immer besessen von den Steingesichtern. Die meisten haben hier Schätze gesucht, aber nicht Sarah. Sie will nur antworten. Seid ihr schon lange befreundet? Seit der Kindheit. Sie war der Nerd. Ich habe die Schule geschwänzt und das Wohnmobil meiner Oma geklaut. Manchmal konnte ich Sarah überreden, mitzukommen. Meistens so dann, wenn es um Ruinen ging. Nicht, was gestern passiert ist. Das waren gute Zeiten. Abby, kannst du mir mal helfen? Es ist kaputt. Moment mal. Die Lara? Lara Croft? Mhm. Das bin ich. Ich weiß, wer du bist. Ich habe dein Bild gesehen. Was willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Die Steingesichter? Deshalb bin ich auch hier. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Okay, ich weiß, die Gesichter sind mindestens 400 Jahre alt. Dokumente aus der Bibliothek bezeichnen sie als Hüter. Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Eine Krypta? Wir konnten sie nie finden. Wie du dir denken kannst, macht das die Schatzsucher wahnsinnig. Aber wenn die berüchtigte Lara Croft so klug ist, wie man sagt. Naja, falls du sie findest, tust du mir damit vielleicht einen Gefallen. Soll ich in der Bibliothek anfangen? Ja, sie ist drüben beim Friedhof. Sie ist eines der ältesten Gebäude hier. Vergiss nicht, mir zu danken, falls du was findest. Danke, mach ich. Mhm. Eine Karte aktualisiert. Aha. Was ist das?
Eine Bibliothek beim Friedhof. Naja. Ich meine, dann, wenn die vor lauter Lesen vor Langeweile umfallen, dann sind die gleich beim Friedhof. Das ist immer noch eine Nebenmission. Die Bibliothek betreten. Sagtest du, jemand wird vermisst? Ja, Isabella, ein weiteres Mitglied der Feldstudie. Ich wollte heute nach dem ersten Beben zu ihr, aber ihr Zelt war leer. Du solltest Manu fragen. Er hat ihr wahrscheinlich gesagt, wo Eldorado liegt. Ich mein's ernst. Wir haben gestern gestritten. Heftig. Tut mir leid, Guillermo. Das wusste ich nicht. Red bitte weiter. Ihr habt gestritten? Ich will nicht neugierig sein, aber... Schon okay. Wir sind seit fast einem Jahr enge Freunde und ich glaube, wir beide wünschen uns mehr, aber keiner von uns hat das Thema angeschnitten. Isa und Sarah geraten oft aneinander. Tut mir leid, Sarah, aber es stimmt. Weil Sarah will, dass das Team auf dem Boden bleibt, während Isa auf Folklore und versteckte Tempel steht. Ich stehe dabei meistens in der Mitte. Folklore hat immer einen Ursprung. Selbst wenn das meiste erfunden ist, steckt auch ein Körnchen Wahrheit darin. Das ist auch Isas Standpunkt. Jedenfalls lebt hier ein blinder alter Mann namens Manu, der viele solcher Geschichten kennt. Er hat sie überzeugt, dass es hier eine geheime Krypta gibt. Und sie wollte gestern, dass ich mit ihr danach suche. Ich sagte nein und es kam zum Streit. Am Ende nannte sie mich einen engstirnigen Feigling. Und ich sie ein dummes Kind. Und dann lief sie weg. Ja, um es uns Schwarzsehern mal richtig zu zeigen. Heute Morgen hörte ich, sie hätte letzte Nacht auf dem Friedhof randaliert. Da fing ich an, sie zu suchen. Als ich sie nicht fand und niemand etwas wusste, machte ich mir Sorgen. Was ist, wenn sie die Krypta gesucht hat und ihr was passiert ist? Das würde ich mir nie verzeihen. Also gut, du bleibst hier. Falls es etwas Neues gibt oder sie zurückkommt, dann weißt du Bescheid. Ich suche nach Isabella. Ich fange auf dem Friedhof an. Das würdest du tun? Ganz ehrlich, mich interessiert die Gruft genauso wie sie. Du übertreibst. Machst du Witze? Sie hat mich genug Zeit gekostet, Guillermo. Ich weiß, du magst sie. Darum geht es nicht. Es geht um die Sicherheit von uns allen. Es ist genug, Guillermo. Tja, ich bin besser wie du. Na gut. Aber ich schaue mich erstmal hier oben noch. Abbys Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort. Aber erstmal will ich hier zum Markt und ein paar Sachen verkaufen, wenn es geht. Was sagst du? Suchst du in der Mission Erlösung oder ihre Geheimnisse? Ich bin nicht sicher. Etwas von beidem vielleicht. Zu warten, bis das Leben sich entfaltet, ist ein Luxus der Jugend. Ich war auch mal so. Ließ mich treiben. Und so kamst du hierher? Hm? Irgendwie schon. Irgendwie. Darf ich dir einen kleinen Rat geben? Entscheide selbst. Sonst macht's ein anderer. Genug geplaudert. Möchtest du handeln? Größere Löcher in kürzer Zeit in der Schlagkarte. Militärschrotflinte verursacht mit hoher Geschwindigkeit Schaden. Schrotflinte. 5000. Oh, Alter. Eine Vespel 11 nochmal hier. Ein Schalldämpfer für ein Gewehr. Das ist... Ich weiß nicht, das bringt irgendwie nichts. Gut, was haben wir hier? Große Pistolen-Munitionsbeutel.
3400. Große Gewehrmunitionspulver. Patronenhalter. Nochmal großer Patronenhalter. Geräuschlose Pfeile. Bin ich ja voll. Da haben wir Frohflinten. Lockpfeile. Da habe ich nur einen. Bergungsgut bin ich ja voll. Schwarzpulver bin ich voll. So, was können wir denn verkaufen im Moment? 30 Gold. 1500 noch dazu. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Ja, bin ich. Ja, da haben wir 14. Das macht 1400. Ein gutes Geschäft für uns beide. Ja, das glaube ich dir. So, aus Holz machen wir ja Pfeile. Aber wenn ich da mal so ein paar verkaufen könnte. Hier wäre es mit 900, dann haben wir 1020. Ich nehme mal 900. So. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Ja, ich weiß. Federn, verkaufen wir auch mal welche. Ich würde mal sagen, da verkaufen wir auch mal die Hälfte. So viele brauche ich in der kurzen Zeit immer wieder nicht, also. Sehr gut. Ja, sehr gut. Hurra, bravo, klasse. So. Dann verkaufe ich hier immer ein paar Pflanzen von. So, auch 30. Ein gutes Geschäft für uns beide. Ja. Kondorfedern, da verkaufe ich mal 10 Stück von. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Aha, erstmal. Warte nicht, ob ich da noch welche von brauche irgendwann mal. Bergungsgut ist ja auch wieder voll. Von 60 verkaufe ich auch die Hälfte erstmal, 30. So. Ein gutes Geschäft für uns beide. Ja. Vor allem für dich. Also nein, für mich, weil ich krieg das Geld ja. Komm, wir gehen auf 30. So, haben wir 1200. Sehr gut. Ja, sehr gut, Mann. Das ist doch sehr gut. Dass das sehr gut ist. Da bin ich auch schon fast wieder voll. Also verkaufen wir von 42. 30. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Ja, ich weiß das doch. So, da haben wir 33. Verkaufen wir. Warte mal, dass wir hier auf 1000 kommen. So. Sehr gut. Ja, wir haben hier schon wieder 26.400. Alter. Huhu. Schwarzpulver verkaufen wir mal. So. Von 60 die Hälfte. Ein gutes Geschäft für uns beide. Ich mach mal 15. Sehr gut. Oh, da haben wir knapp voll. Ich mach mal 15. So haben wir 1500 wieder. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Ja, ich weiß. Auch die Hälfte. So. Ein gutes Geschäft für uns beide. Okay. So, das heißt, ich kaufe jetzt erst einmal hier, damit wir mehr Munition tragen können. Ja, ist ja gut. Der Kauf benötigt Gewehrmunitionsbeutel. Kaufgewehr, wie was?
Du wirst bestimmt zufrieden sein. Ja. Ein gutes Geschäft für uns beide. Kauf benötigt Gewehrmunitionsbeutel. Den habe ich nicht, den Munitionsbeutel. Ah, interessant. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Ja. So. Unterdrückt der Schussgeräusch. Ja, Schalldämpfer, aber für ein Gewehr. Ich brauche für ein Gewehr kein. Hallo, Gewehr ist nur für nahe gedacht, nicht für weiten. Für weite Sache. Nö. Bis Gut. zum nächsten Mal. Ja. Was hast du noch zu sagen? Mein Vater brachte uns hierher, als ich ein Junge war. Für eine Reise? Forschung. Er studierte Inka-Steinmonumente. Es war wohl eher ein Hobby. Er hat das nie studiert. Klingt nach einem interessanten Mann. Das war er. Oh, tut mir leid. Schon okay, schon okay. Ich wollte nach seinem Tod nochmal herkommen. Und vielleicht sein Werk zu Ende bringen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber dann bin ich einfach geblieben. Etwas an diesem Ort zieht Menschen an und lässt sie nicht mehr fort. Ups. Das Monolith. Alles klar. Ein Geheimnis entdeckt. Monolith ist da hinten. Gut, aber bevor wir das machen, liebe Leute, sage ich erst einmal danke fürs Gucken. Und dann gehen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, mach's gut und bye bye.